Hallo, hier geht's zu den Reisefrequenzen. Heute nehmen wir dich mit zum Sacroer Schloss und zur Heilandskirche am Jungfernsee. Sacro ist ein Stadtteil von Potsdam und liegt an der Grenze zu Berlin. Hinkommen kannst du zum Beispiel mit der Buslinie 697 ab Potsdam. Sacro ist zu jeder Jahreszeit schön, doch einen besonderen Reiz hat ein Besuch im Winter. Wir stapfen durch den tiefen Schnee. Auf der linken Seite liegt der See, der einst der Grüne hieß und nun ganz eisbedeckt und weiß der Sacroer See heißt. Ein Wanderweg führt drumherum und auf der anderen Seite gibt's für den Sommer einen schönen kleinen Badestrand und ein Lokal zum Draußensitzen. Ein paar Schritte weiter ist rechts ein Tor zum Park. Beim Öffnen knirscht und knarrt es und lässt uns ein in die Märchenwelt. Der große Pulverschnee hat alles und auch uns verzaubert. Ein Skifahrer kommt langlaufend vorbei, sonst ist es menschenleer an diesem Schneetraumtag. Die Spuren hier sind frisch gezuckert, die Sonne lugt aus ihren Wolken und wirft ein glitzergoldenes Licht über die gedämpfte Zeit. Das helle Schloss steht zwischen hohen Bäumen und ist erstaunlich klein. Es Schloss zu nennen scheint vermessen. Ein Gutshaus würde eher ihm entsprechen. Vom landwirtschaftlichen Betrieb zur Essigfabrik, von Undine zum Streichquartett, vom König zu Spürhunden der DDR. So viel Geschichte steckt im kleinen Schloss, so viel Erinnerung im schneebedeckten Park. 1779 kaufte Heinrich de la Motte Fouquet das Anwesen. Einer seiner Söhne ist der romantische Dichter Friedrich, sein bekanntestes Werk Undine. Friedrich de la Motte Fouquet verbringt Kinderjahre an den Seen in Sacro und träumt zum ersten Mal von der verführerisch bezaubernden Wasserfrau. Vielleicht tauchte sie mit roten Haaren aus dem grünen See. Vielleicht erschien sie aus dem Jungfernsee der Havel. 1816 ist das Jahr der Änderungen für Sacro. Inmitten der landwirtschaftlich genutzten Flächen werden kleine, rauchende und übelriechende Betriebsstätten gebaut. Der Berliner Bankier Johann Matthias Magnus erwarb das Landgut. Magnus krempelt in Sacro alles um. Essig und Bleizucker bestimmen die Gefilde. Eine Anlage zur Essigherstellung und eine Bleizuckerfabrik entstehen an der Havel. Doch die Zeit der Familie Magnus war auch in anderer Hinsicht außergewöhnlich. Die Familie war mit den Mendelssohns befreundet und der junge, noch jugendliche Felix Mendelssohn Bartholdy hat hier in der Ruhe an der Havel sein Streichquartett in A-Moll komponiert. Wir gehen um das Schloss herum. Über die gleißende Schneefläche hinweg sehen wir die zugefrorene Havel. Im Sommer ist der Seeblick dann verdeckt. Friedrich Wilhelm IV., der Architekturvisionär, erkannte klar die landschaftliche Schönheit. 1840 kauft er für 60.000 Taler Gut und Wald. Jetzt endlich wird der Wald ein königlicher und aus dem Gutshaus wird das Schloss. Sacro ist aus dem Schlaf geküsst, Essig und Blei verschwinden. König Friedrich Wilhelm skizziert ein neues Schloss, das heute sehr verändert ist. Er plant die Sichtachsen wie Fenster zum Marmorpalais und zum Babelsberger Flatoturm. Heute schweifen die Blicke auch zur Glienicker Brücke und zum Schloss Sizilienhof, den späteren Neubauten. Wir gehen über sanfte Hügel abseits der Wege, durch den Schnee und stehen vor der Heilandskirche am Port von Sacro. Welch ein Bauplatz, welch ein Schauspiel direkt am See, direkt am Eis, knapp über dem braunroten Schilfrohr des Ufers steht Italien. Ein Schiff am Jungfernsee der Havel, aufwendig auf Pfählen gegründet, ein grandioser frühbyzantinischer Bau aus Glindower Ziegeln, errichtet vom Architekten Ludwig Persius. Allein die Pfahlgründung verschlang ein Drittel der Baukosten. 1844 wird die Kirche des heilbringenden Erlösers im Heiligen Hafen am Port von Sacro
geweiht. Gleich einer Basilika erinnert eine flache Deckenkonstruktion des Gotteshauses an Italiens frühes Christentum. Die Heilandskirche ist einfach schön. Dabei kam nach dem Zweiten Weltkrieg der fast tödliche Stoß, der Mauerbau 1961. Die Mauer wurde durch den Park von Sacro gezogen. Die Kirche stand unzugänglich, vollständig abgeriegelt, unerreichbar. Soldaten ritzten ihre Namen in die Wände. Die Inneneinrichtung wird zerstört. Doch die Kirche steht unsinkbar am Gestade und ist inzwischen renoviert. Wir trauen unseren Ohren nicht. Aus der verschlossenen Kirche dringt Musik. Die lauten Töne einer Orgel. Erst glaube ich, es ist vom Band und drücke mein Ohr fest an die geschlossene Eingangstür. Doch dann höre ich einen falschen Ton und eine Wiederholung und bin erleichtert. Jemand spielt hinter den Türen auf der neuen Orgel und die Töne klingen bis nach draußen übers Eis. Die Kirche liegt fest vor Anker, von einem Arkadengang geschützt. Das ist unser liebster Ort, nahe der Apsis, am Heck des Schiffs, mit dem Blick zwischen den Säulen zurück. Das waren die Reisefrequenzen. Heute haben wir dich zu einem Spaziergang nach Sacro mitgenommen. Und übrigens, Sacro ist auch im Sommer schön.